Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Euro, Australdollar, Euro-Kanadollar und britischer Pfund, japanischer Yen. Das sind unsere drei heutigen Handelsideen, in die wir gleich direkt mal hineinschauen und die Charts näher beleuchten. Zuvor, wie immer, erst einmal allen, die hier live zuschauen, einen wunderbaren guten Morgen und wie immer die Einladung auch. Wer möchte gerne auch Fragen stellen, direkt rein in die Chats, auf Facebook oder auch auf GoToWebinar und dann kann ich direkt im Webinar noch reingehen. Was wartet auf uns, bevor wir in die Charts hineinschauen? Natürlich wie immer der obligatorische Risikohinweis, den bitte ich hier in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn ich immer nur den ersten kurzen Satz vorlese. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. All das, was hier steht, ist für Sie sehr wichtig. Das heißt, bitte beachten Sie das Ganze auch. Jetzt geht's weiter mit dem Thema Nachrichten. Gestern habe ich ja den Wochenausblick der Nachrichten gemacht und da hat sich ein kleiner Fehler eingeschnitten. Danke oder eingeschlichen. Danke für den Zuschauer, der mich auch darauf hingewiesen hat. Ich hatte hier die Nachrichten in korrekter Weise für die nächste Woche drin. Ja, nicht für die laufende Woche, sondern für die kommende Woche in der Marktvorbereitung einfach auf den falschen Knopf gedrückt. Das bitte ich zu entschuldigen. Von der Seite her machen wir noch einmal eine Berichtigung des Wochenausblicks, weil diese Woche stehen so viele wichtige Dinge an und ich hatte das ja gestern auch avisiert. Wir sprechen am Freitag im Webinar auch noch über das Bespoke. Das wird ja auch diese Woche veröffentlicht. Das hat gestern auch in den Daten für die entsprechenden Wochennachrichten gefehlt. Hier also der Blick hinein. Dienstag, das ist heute, da kümmern wir uns gleich noch in der Tagesvorschau hin. Gestern war dann der Mittwoch der falsche Tag. Auch hier morgen ist der 6. Was bekommen wir? Die wichtigsten Relevanzen hier aus den USA. Wir bekommen Daten zur ADP-Beschäftigungsänderung und die Rohöl-Lagerbestände. Am Donnerstag ist EZB-Tag. Da gibt es um 13.45 Uhr den Zinsentscheid und um 14.30 Uhr die EZB-Pressekonferenz. Am Freitag dann ist Arbeitstag der USA. Da gibt es die Non-Farm-Payrolls, hier genannt die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Wir bekommen die Arbeitslosenquote und auch die Baugenehmigungen an dieser Stelle. Und heute oder diese Woche mal einen Termin noch am Samstag um, ja, wann haben wir es stehen? 4 Uhr nachts. Gut, da liegen wir wahrscheinlich alle im Bett. Da spricht der FED-Vorsitzende Powell. Das kann für die folgende Woche durchaus die ein oder andere Bewegung geben. Müssen wir einfach hier an dieser Stelle einfach mit im Kopf behalten. Nutz einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Grüße. Das zum Wochenausblick. So, und nun kümmern wir uns um das, was heute wichtig ist. Das heißt, um die wichtigsten Tagesnachrichten im Bereich der Eurozone, den USA, Großbritannien, diese Dinge. Was haben wir heute hier? Die höchsten Relevanzen. Wie immer zuerst, wir fangen an. Um 10.30 Uhr gibt es aus Großbritannien den Einkaufsmanager für die Dienstleistung. Am Nachmittag dann in den USA den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung und die Verkäufe neuer Häuser. Und dann auch am Nachmittag noch einmal aus Großbritannien der Bank of England Governor Carney spricht zu uns. Mal sehen, was dort kommt. Da kann auf alle Fälle Bewegung in Währungspaaren auch kommen. Deswegen das bitte auch im Auge behalten, wenn wir gleich über das britische Pfund, japanischer Yen sprechen. Wie geht es weiter mit den zweithöchsten Relevanzen heute im laufenden Tage? Da gibt es auch am Vormittag ein paar Informationen hier. So gegen 10 gibt es einige Daten zum Thema Einkaufsmanager-Indizes. Dann um 13.30 Uhr aus den USA. Da gibt es eine Rede vom FOMC-Mitglied Rosengarten. Das Ganze wiederholt, beziehungsweise eine zweite Rede eines FOMC-Mitglieds dann noch einmal um 15.30 Uhr. Um 15.45 Uhr bekommen wir dann den Einkaufsmanager aus Index aus den USA um 16 Uhr. Nochmal Thema Einkaufsmanager-Index. Beim ersten Mal kam es aus einer anderen Ecke. Um 16 Uhr gibt es dann noch die Verkäufe neuer Häuser und um 22.30 Uhr den API-Rohöl-Lagerbestand. Das also die Daten für den heutigen Tag, die wichtigen Sachen, wo wir durchaus die ein oder andere Reaktion an den Märkten erwarten können. Und damit gehen wir direkt rein in die Charts, wie immer hier im MetaTrader 4 mit dem Stereo-Trader-Add-on, was das Trading deutlich einfacher macht. Für all diejenigen, die diesen Stereo-Trader noch nicht so genau kennen, ich will mal ganz kurz zeigen, wie man ihn findet. Deswegen kurz der Blick hoch auf den vierten Monitor. Hier ist die Website von Tickmill, wo Sie alle Informationen finden rund um das Trading,
wo sie die aktuellen Spreads für die wichtigsten Paare auch sehen, die ganzen Kontoarten, alle Handelsinstrumente. Wir handeln hier nicht nur DAX und Co., sondern wirklich, es gibt über 80 Instrumente, die wir hier zum Traden zur Verfügung haben. Und bei den Werkzeugen finden wir hier oder finden Sie hier den Stereo-Trader. Wenn Sie da draufklicken, den können Sie hier sich mal näher anschauen und das Ganze für das Trading hier bei Tickmill auch nutzen, sogar kostenfrei. Die Bedingungen stehen hier innerhalb dieser Website auch ganz genau beschrieben. Gehen wir nun in die Handelspaare hinein. Wir starten hier, ich habe es gerade am Chart für Sie ersichtlich, mit dem Währungspaar Euro, Entschuldigung, britischer Pfund, japanischer Yen. Was sehen wir hier? Wir sehen einen Chart, der sehr, sehr schön im Aufwärtstrend befindlich ist. Hier der letzte Zacken kurz drüber, kleine Korrektur und dann mit ordentlich Schub nach oben. Jetzt kommt allerdings, das muss man im Markt sehen, hier oben um das Hoch bei 148,567 kein Kaufdruck mehr auf. Wir haben das hier gesehen. Hier oben fingen so langsam an, die Verkäufer in den Markt zu kommen. Hier gab es sozusagen immer mal Tests neuer Hochs in diesem Bewegungsbereich und danach wurde direkt wieder abverkauft. Und gestern dann, guten Morgen, Olaf, gestern dann an dieser Stelle hier das erste Anzeichen dafür, dass der Markt möglicherweise etwas deutlicher in die Korrektur reinlaufen könnte. Das Ganze kann man sich dann schön in der Stunde nochmal anschauen. Das machen wir auch gleich. Was sind interessante Anlaufpunkte zur Unterseite hin? Wir wissen, dass die Trends, die können ja korrigieren bis in ja den Bereich des aktuellen Korrekturtiefs. Das wäre hier die Möglichkeit bei 143,782, was das letzte Korrekturtief hier an diesem Haken gewesen ist. Bis dahin ist eine Menge Platz. Relevanzen könnten auch die naheliegenden Tagestiefs haben hier. Wir haben das Tagestief hier um die 146,9 82 beziehungsweise ein Stück weit tiefer um die 146,161. Das sind auch, wenn wir gleich in den Stundenchart hineinschauen, relevante Marken im Aufwärtstrend der Stunde, die wir hier sicher auch mit für Trading-Entscheidungen nutzen können. Schauen wir uns das Ganze mal auf Basis der Stunde an. Und hier sehen wir, das zoome ich mal kurz etwas kleiner zusammen, dass wir mal den gesamten Aufwärtsschub sehen. Hier sehen wir, wie schön der Bewegungstrend sich nach oben geschwungen hat in dieser Seite. Jetzt ist die Frage, wo ist das letzte Korrekturtief gewesen? Hier war das Hoch, hier das Tief und hier noch ein Hoch. Das heißt, dieser Bereich hier, diese Marke, das ist die, ja, sage ich mal, wichtige Marke für die Betrachtung dieses Bewegungstrends gewesen. Der ist jetzt rausgenommen worden und hier, wir sehen es auch nach unten laufend, haben wir mittlerweile auch einen Trend, der momentan etwas seitwärts korrigiert. Der kann natürlich auch höher korrigieren. Wir müssen halt schauen, was hier raus am Ende wird. Wichtiger Faktor ist, wenn wir uns mal diesen schönen Trendverlauf anschauen, da sehen wir halt auch relativ nah wichtige Marken liegen. Und das wären hier die zwei Tagestiefs, die ich gerade genannt habe, die auch im Bereich dieses Aufwärtstrends hier eine Relevanz spielen. Und die gelten natürlich auch als Anlaufpunkte. Und die weitere Fortsetzung, wie ich schon gesagt, wenn wir hier drunter laufen, je weiter das Ganze fortläuft, je mehr Relevanz hat das dann für den Tageschart. Es kann auch sein, dass wir hier aufhören und die Stärke wieder sofort reinkommt. Dann sehen wir hier schon im Stundenchart, dass der Markt wieder rumdreht. Und wenn er rumdreht, jetzt gehe ich wieder zurück in den Tageschart, wenn er rumdreht, dann haben wir kurzfristig selbstverständlich erst einmal hier das aktuelle Trendhoch vor der Nase. Da müssen wir schauen, was der Markt dort macht. Und wenn er drüber läuft, dann wird es interessant, weil wir haben dann hier drüben zwei relativ naheliegende Punkte, die relevant sein können. Das heißt Widerstände oder Anlaufpunkte, wo auch Händler mit Kauforders warten könnten. Das muss man dann sehen. Aber auf alle Fälle sind das Marken mit hoher Relevanz für den Markt hier um die Hochs bei 149,488 beziehungsweise hier der Widerstandsbereich um das Hoch bei 149,712. Da muss man einfach mal sehen, was daraus wird. Auf alle Fälle kann hier Bewegung entstehen beziehungsweise wenn wir von unten direkt reinlaufen und drüber laufen, das ist natürlich ein schönes Potenzialfenster, um einen Trade auch mal für die Zielplanung in irgendeiner Art und Weise mit in Betracht zu ziehen. Das also zum britischen Pfund, japanischen Yen. Gehen wir in die zweite Währung, in das zweite Währungspaar auch hinein. Hier heute jetzt den Euro-Australdollar. Das Ganze auch wieder im Tageschart zu sehen. Was sehen wir hier im Tageschart? Wir haben ja seit geraumer Zeit so ein Hin- und Herlaufen zwischen dem Widerstandsbereich hier oben um die 1,60379 und dann hier unten um die Marke von 1,57. Ja, hier unten das Tief haben wir bei 1,57208 und hier haben wir ein höheres Tief bei 1,57428.
Hier haben wir untergeordnet, rein technischer Natur, einen Aufwärtstrend gebildet. Wie ist das zustande gekommen? Der Peak hier drüber ist über das Hoch gegangen. Dann gab es die Korrektur und das nächste Hoch war auch wieder ein Deut höher als das hier drüben. Das heißt, technischerseits spricht man hier von einem Aufwärtstrend. Aber der Markt hat hier noch nicht so richtig den Weg nach oben gefunden. Wenn er das dann tut, das heißt, wenn wir hier rumdrehen und hier keinen weiteren Verkaufsdruck sehen und das Ganze dann nach oben fortsetzen, das wäre dann interessant, weil dann haben wir die Chance hier in das nächste Widerstandslevel bei 1,61532 hineinzulaufen. Auf der anderen Seite, wenn die Korrektur tiefer geht und wir in diesem tiefen Korrekturmodus auch bleiben, dann ist es natürlich interessant, da ist genug dran, Fleisch am Schinken sozusagen, um nach unten den Weg ein bisschen zu begleiten. Wir haben hier Tagestiefs liegen, die beziehungsweise Tiefbereiche liegen, die relevant sein könnten. Die sehen wir dann auch gleich im Stundenchart. Das wäre hier einmal das Tagestief um die 108, um die 1,58. 785, beziehungsweise dann hier unten der Bereich, wo so ein paar Tagestiefs auch sehr nahe aneinander liegen. Das ist die Region um die 1,58203 bis hin hier zum Trendtief, beziehungsweise zum unteren Bereich dieser hin und her schwankenden Reihe. Gut, also alles gut und schön hier in diesem Bereich. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal in der Stunde an. Und in der Stunde, da sehen wir halt, dass wir obenrum auch hier dieses Hoch von dieser Bewegung, das letzte Korrekturtief, hier gab es das Hoch, hier gab es das Korrekturtief, da sind wir drunter gelaufen. Der Markt tendiert also eher erst einmal nach unten. Und wenn sich das, was wir jetzt hier gesehen haben, weiter nach unten fortsetzt, das sind dann die Dinge, wenn wir sehen, der Markt läuft nach unten. Und wie schon gesagt, die Anlaufpunkte hier, die haben wir da. Die kann sich jeder dann aus den Trendverläufen selbst auch aussuchen, wo mögliche Zonen sind, die als Unterstützung oder aber Schubgeber für den Markt mit dienen können. Das sehen wir auch sehr, sehr schön hier in der Stunde. Und damit rein in das letzte Währungspaar für heute, den Euro-Kann-Dollar. Im Euro-Kann-Dollar ist letzte Woche was sehr Interessantes passiert. Da möchte ich erst einmal, bevor wir hier den Tagescharts miteinander besprechen, noch einmal reingehen hier in den Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir nämlich was für mich persönlich sehr, sehr, sehr Spannendes. Und zwar, wir haben hier unten einen Boden, den der Markt gut und gerne jetzt oft auf Tragfähigkeit getestet hat. Das kann man auch noch weiter in die Historie hinterschieben. Das ist die Marke hier um die 1,487. Da ist der Markt immer rangelaufen und immer nach oben rum. Und letzte Woche ist was passiert. Da gab es eine massive Umkehrkerze direkt hier unten weit, weit reingelaufen. Das ist für den Tagesschart jetzt schon ein ganzes Stückchen weit gelaufen. Das weiß ich selbst. Aber solche Kerzen sind in diesem Chartbild, was wir hier sehen, nicht unbedingt eine Seltenheit. Das heißt, hier haben wir auch schon oft genug gesehen, dass wir starke Kerzen hatten, die dann durch Stärke weiter nach oben geschoben wurden. Und das ist jetzt interessant. Bestätigt sich diese Umkehrkerze, auch wenn die in diesem Ausmaß schon sehr, sehr lang ist. Aber wenn sich das Ganze bestätigt und hier wirklich auch etwas Stärke reinkommt, dann ist es das, was wir hier im Tageschart auch sehen, wenn wir von unten nach oben jetzt reinlaufen, das heißt hier nur eine kurze Konsolidierung gesehen haben und der Markt jetzt wieder direkt rumdreht und hier dieses Level um das Hoch bei 1,512 rausnehmen, das heißt wir über diesen Widerstand hier drüber laufen, dann ist der Weg relativ frei bis zum nächsten Widerstand und hier sehen wir auch die Zacken dieses Trends nach unten. Das wäre dann hier die Marke 1,51890. Geht's da noch drüber? Gar nicht so weit weg. Das nächste Hoch bei 1,52248. Hier kann man dann das Ganze nach oben noch weiter fortführen. Nur das ist ja gerade jetzt noch nicht ganz so relevant. Wir brauchen erstmal die Entscheidung, wo es denn hingehen wird. Nach unten hin mit Blick nach unten. Hier hatte ich es auch eingezeichnet im großen Bild der Stunde. Das ist mal der Trend, den wir hier auch sehen. Das Ganze korrigiert jetzt ein bisschen Anlauflevel nach unten hin, weil das weit gelaufen ist. Haben wir halt auch weite, weite Schwankungsbereiche, die hier vor uns liegen. Wären in erster Sicht möglicherweise erst einmal, sollte es doch wieder tiefer gehen, hier dieses Ausbruchslevel um die 1,50471, beziehungsweise der Markt kann ja noch deutlich tiefer gehen, ohne diesen Trend zu brechen, je nachdem, wie die Volatilitäten hier sind, um die 1,49149. 1,94 so rum, also knapp 2. Da haben wir ein Tief vom Trend und dann haben wir hier unten noch die Unterstützung nach unten hin als Support mit drinnen liegen. Das heißt, wenn der Markt hier doch nicht hoch will, haben wir nach unten hin einiges liegen, was wir mitnehmen können. Kommt die Stärke rein, dann das Ganze hier bitte sehr, sehr schön nach oben hin laufen lassen. Das Ganze, das schauen wir uns nochmal in der Stunde hier an. Hier sehen wir nämlich aktuell das, was wir gerade im Tagesschart in Skizzierung gesehen haben. Und was wir hier sehen, ist halt sehr, sehr interessant, weil wir sehen hier, ne, sag ich mal,
Konsolidierung, die schon wieder nach oben schwingt. Wenn wir uns das Ganze im kleinen Trendverlauf mal anschauen, da sehen wir hier, sind wir schon wieder über einen markanten Bereich reingegangen. Wenn sich das Ganze mal in 5 Minuten anschauen, man sieht das ganz gut. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir hochlaufen. Hier sehen wir, der Markt läuft schon langsam wieder hoch. Und wenn sich das Ganze dann schön nach oben hin fortsetzt, dann hervorragend, hier haben wir das Hoch. Das wäre die Fortsetzung. Das wäre genau das Signal, was ich erwarten würde, wenn jetzt der Markt diese Umkehrkerze der letzten Woche bestätigt und weiter nach oben läuft. Und da sehen wir hier, da bekommen wir relativ früh aus der Stunde heraus schon gezeigt, wo es denn lang geht. Und das kann man sehr, sehr schön im Intraday-Trading auch nutzen, solche Schübe nach oben hin. Und wenn hier ein Ausbruch kommt, der könnte dann wirklich auch mit Dynamik kommen und schön hier oben hin mit reinlaufen. Hier sehen wir halt auch, wie sich das Ganze verhält. Hier mal der Tagestrend in der Stunde, den wir in den Kerzen gesehen haben. Da helfen die untergeordneten Zeiteinheiten schon sehr, sehr schön. So, das zu den heutigen drei Handelsideen. Jetzt schaue ich noch mal in die Chats hinein, ob wir irgendwelche Fragen bekommen haben. Da sehe ich jetzt aktuell noch nichts. Das passt, alles klar. Dann Samir und Thorsten auch von mir einen schönen guten Morgen. Allen, die hier live zugeschaut haben, einen erfolgreichen Handelstag. Diejenigen, die das Ganze wie immer auch im Nachgang schauen, sehr, sehr gerne an dieser Stelle einen schönen Tag, gute Trades und im Nachgang das Ganze anzuschauen. Und wer übrigens im Nachgang auch Fragen hat oder mal das ein oder andere Währungspaar beleuchtet haben möchte, nicht scheu sein, einfach beispielsweise hier bei uns im Facebook-Stream unten dran posten, welches Währungspaar besprochen werden soll, oder aber ganz einfach mal eine E-Mail schreiben oder auch an die Experten-Website wenden. Das kann ich auch mal ganz kurz noch zeigen, wer da in Kontakt mit mir traden möchte. Wir haben ja hier oben drauf auf dem Blog, da sind ja jeden Morgen meine Handelsideen auch geschrieben und da gibt es die Expertenseite und da kann man mit mir auch direkt in Kontakt treten. Hier fragen Sie den Experten, und da kriege ich die Informationen dann auch direkt per E-Mail weitergeleitet. Gut, das also an dieser Stelle für heute soll es genug gewesen sein. Allen gute Trades und bis morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.